er ist uns extrem ans Herz gewachsen. Und er ist ein super Sportler. Herzlich willkommen zurück hier bei den Ninjas, David Einenstein. Und sein Gegner, den kennen wir noch nicht ganz so lange, hat aber auch bockstark abgeliefert in der letzten Staffel. War im Finale. Er ist Ingenieur und Bananenfreund. Patrick Basler. Super Duell. So. Jetzt bin ich gespannt, ob es beiden gelingt, trotz dieser Sondersituation, Duell im Parcours, nicht zu überdrehen, dann gehen die beide den ganzen Weg. Da bin ich mir relativ sicher. Die Fähigkeiten haben sie. Aber der Druck, der Druck ist da. Da hat er die Schwungbewegung gestoppt. Komplett ausgebremst, David. Und das heißt für Patrick, er ist hier jetzt schon ein Stück vorne, aber zu diesem Zeitpunkt im Parcours heißt das noch nichts. Jetzt kein Flüchtigkeitsfehler, das Wasser nicht berühren, auch nicht mit dem Bart, der wird immer länger, aber wir haben ja auch noch Corona. Und rüber an die Flugbretter. Ja, es ist tatsächlich knappe Führung, aber minimal. Er ist etwas früher im Schwung, der 1,83 Meter große Schweizer. Und in Schwarz hier im Vordergrund, das ist David Einstein, 28 Jahre alt, 1,75 Meter groß. Knappe Führung, immer noch die knappe Führung. So, und das kann durchaus sein, dass sich das wirklich an der Wall entscheidet. Ja, aber vor der Wall. Ja, es war wichtig, dass David da abgewartet hat, denn die schwebenden Dritte haben sich bewegt. Die wubbeln und wobbeln und wabbeln. Und jetzt hat er aufgeholt. Jetzt fällt die Vorentscheidung, glaube ich. Und jetzt zieht David vorbei. Nein. Und jetzt muss er aber abreißen lassen. Kommt nicht rüber. Das gibt's doch nicht. Wieder Führungswechsel. Das ist ja dramatisch. Und jetzt sieht's gut aus für Patrick Basler. Wenn der die Wand im ersten Versuch schafft, dann gewinnt er das Duell. Und er gewinnt es. Wahnsinnsduell zwischen Patrick und David. Und er geht sogar noch hoch. David Einstein, ja, das ist die vielbeschworene Ninja-Ehre.